Auf ein Wort. Mein Vater ist früher immer noch mit dem Anzug zur Arbeit gefahren. Das war damals die Kleiderordnung und wer sich nicht dran hielt, konnte unter Umständen Nachteile haben. Nach meinem Studium dachte ich, jetzt ist die Zeit, in der ich zum Anzugträger werde. Aber im Rückblick kann ich heute die Gelegenheiten an den Fingern einer Hand abzählen, bei denen ich mal einen Anzug aus beruflichen Gründen tragen musste. Die Kleiderordnung aus der Zeit meines Vaters ist schon lange nicht mehr. Die Dinge verändern sich, manche zum Guten, manche zum Schlechten. Ich habe kürzlich ein Short-Video veröffentlicht. Hier. Zu Recht hat man sich im Zuge der Europameisterschaft über das Wort Spielermaterial aufgeregt. Spielermaterial, wie menschenverachtend, auch wenn der Begriff schon lange im Fußball verwendet wird. Aber es muss natürlich Spielerinnenmaterial heißen. Satire, Scherz, freundliche Kritik, dachte ich. Aber letztlich fand ich dann einen Kommentar unter diesem Video, in dem es hieß: Ich bin enttäuscht, dass du dich auf dieses Niveau herablässt. Bitte? Welches Niveau? Also vielleicht war das ein schlechter Witz, das kann man dann ja sagen. Schlechter Witz. Das akzeptiere ich dann auch. Vielleicht kann man auch den Witz als niveaulos bezeichnen. Auch das würde ich hinnehmen. Aber hier ist ja was anderes gemeint. Anscheinend ist Gendern eine heilige Kuh, die man nicht berühren darf. Oder will man mir etwa vorwerfen, ich sei gegen Frauenrechte, weil ich einen Witz übers Gendern gemacht habe? Ich habe ja nichts gegen das Gendern, solange es sprachlich nachvollziehbar bleibt, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Aber ich finde diese Gender-Hysterie mit täglich neuen Vorschlägen, wie auch die allerkleinste Minderheit noch mitgemeint sein könnte, sehr verstörend. Sprache wächst organisch, Sprache bildet gesellschaftliche Zustände ab, aber Sprache konstituiert keine gesellschaftlichen Verhältnisse, es sei denn durch Zwang. Von oben verordnete Sprache kennen wir aus totalitären Staaten, von den Nationalsozialisten oder aus den kommunistischen Regimen. Dort wird Sprache missbraucht, um ideologische Vorgaben durchzusetzen. Und bei uns? Die Theorie ist doch, dass wir dann gesellschaftliche Gleichberechtigung erreichen, wenn wir die entsprechende Sprache verordnet bekommen. Stimmt das? Wir können gerne darüber diskutieren, was an der Gleichberechtigung von beispielsweise Mann und Frau noch fehlt. Aber wie auch immer wir dazu stehen, wir werden in einem sicherlich übereinstimmen. Noch nie war in unserer Gesellschaft die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen größer als heutzutage. Das wurde erreicht durch gesellschaftliche Prozesse. Die Sprache hat dabei keine Rolle gespielt. Vielmehr ist es sogar so, dass wir mit unserer herkömmlichen Sprache diesen Zustand erreichen konnten. Was fehlt also noch? Eine gerechtere Bezahlung im Beruf? Vielleicht. Aber erreichen wir das durch das Gendern? Oder braucht es dafür nicht viel mehr gesellschaftliche Prozesse? Das generische Maskulinum wurde nicht erfunden, um Frauen zu unterdrücken, sondern es hat sich entwickelt, weil es die damalige Lebenswirklichkeit abgebildet hat. Der Fürst war der Regelfall, aber es hat sich eben auch ein Sprachgebrauch für den Ausnahmefall entwickelt, die Fürstin. Das musste aber nicht von oben verordnet werden, sondern es war die Folge des gesellschaftlichen Zustandes und die Sprache bildete das ab. Denkt man also, wie gesagt wird, beim generischen Maskulin eher an Männer und ignoriert den Anteil der Frauen in der Gesellschaft? Machen wir doch die Gegenprobe. Die Wache meldete der Herrschaft die Ankunft der Armee. Habt ihr jetzt ausschließlich Frauen vor dem geistigen Auge gehabt? Ich meine, es heißt die Wache, die Herrschaft, die Armee. Alles weiblich. Nochmal. Die Sprache ist nicht verantwortlich für gesellschaftliche Zustände. Sie bildet diese nur ab. Die Verordnung von Sprache zum Zweck der Erreichung ideologischer Vorgaben hat ein totalitäres Geschmäckle. Und sie wird auch nichts erreichen. Der Kleiderzwang meines Vaters war gesellschaftlich verordnet. Und ich bin froh, dass wir das heute liberalisiert haben. Und die Gendervorgaben sind ebenso von oben verordnet. Ich wünschte,
wir würden das aufgeben und unsere Sprache wieder liberalisieren. Wenn es um gesellschaftliche Veränderungen geht, dann können nur die entsprechenden Akteure im Dialog etwas verändern. Aber vielleicht ist das genau das eigentliche Problem. Wir sind nämlich nicht mehr dialogfähig. Und offenbar machen wir die Sprache dafür verantwortlich und wollen sie verändern. Dabei fehlt es ganz offensichtlich lediglich an Dialogkompetenz. Denn wenn ich einen Witz über das Gendern mache, dann kann man auf zweierlei Weise reagieren. Entweder man reflektiert darüber und eröffnet einen Dialog, oder aber man cancelt mich dafür, indem man mir Niveaulosigkeit bescheinigt. Wenn es doch im Kern darum geht, eine tolerante Gesellschaft zu schaffen, in der keine Minderheit mehr verfolgt, unterdrückt und beleidigt wird, warum greift man dann zu Beleidigungen, um dieses Ziel zu verteidigen? Ich muss ja schon dankbar sein, dass man mich für dieses Short-Video nicht als Nazi bezeichnet hat.